Das Schöne an Wind ist natürlich, dass Wind erstmal überall auf der Welt existiert. Wir versuchen überall dort den Wind zu ernten, wo es nur möglich ist. Aber was noch fehlt, sind die kleinen Windkraftanlagen und städtischen Gebieten auf den Häuserdächern für die persönliche Energieerzeugung. An der Universität haben wir die ersten Schritte getan und so eine Grundstruktur aufgebaut. An der Stelle haben sich zwei gefunden, die da perfekt miteinander harmonieren. Den Herrn Naumann als Strömungsmechaniker und Herr Amberger als Elektrotechniker, die dann zusammen das Projekt stemmen können. Und dann ging es dahin, ein Unternehmen daraus zu entwickeln. Kleinwindkraftanlagen, die gibt es schon seit 20 Jahren. Zum einen hat die Technologie sich nie wirklich weiterentwickelt und zum anderen sind sie relativ teuer in der Anschaffung. Wir haben eine Technologie entwickelt, die das ganze System sehr effizient macht. Es ist aber andersweitig auch sehr simpel aufgebaut, was eine sehr kosteneffiziente Produktion zulässt. Die Kerneinheit besteht aus drei Elementen. Das ist zum einen das Rotorblatt. Das ist die neueste Aerodynamik, die man aus der Forschung gerade rausgenommen hat. Wir haben zum Beispiel auch diese Winglets, die man auch von Flugzeugen kennt, die auch noch dafür geeignet sind, die Geräusche zu minimieren. Der Generator ist eine effiziente Maschine, die massenproduktionsfähig ist. Und dann kommt nur noch die Regelungselektronik. Till hat sich um die Auslegung der Rotorblätter gekümmert. Die ändern halt auch die Drehzahl in Abhängigkeit, wie der Wind halt kommt. Und ich habe aufgrund des Verhaltens der Blätter halt die elektronische Regelung angepasst, um die maximale Leistung rauszuziehen. Movea ist in der Lage, eine beliebige Anzahl von kleinen Windenergierotoren zu einem System zusammenzuschalten. Wie Bausteine, die man zusammenstecken kann, also übereinander, nebeneinander. Ich kann also anfangen mit einem kleinen System und wenn ich dann zusätzlich Budget habe, kann ich erweitern. Ich kann also skalierbar diese Anlagen dann immer weiter vergrößern. Die Anwendungsgebiete, die erstrecken sich über private Anwendungen, das heißt Einfamilienhäuser, aber auch industriellen Anwendungen, Flachdächer, produzierendes Gewerbe, aber natürlich auch dort, wo das Stromnetz noch nicht richtig ausgebaut ist. Das heißt, ich kann auch in entlegenen Gebieten, wo ich mit großen Windradflügeln gar nicht hinkomme, kann ich trotzdem Windenergie aufbauen. Und hier können unsere kleinen Windanlagen neben der Photovoltaik eine wunderbare Alternative oder auch eine Kombination aus beiden Energiequellen darstellen. Betrachtet haben wir das Marktvolumen Deutschland und Österreich und in der Schweiz. Das beträgt ungefähr 80 Millionen Euro. Weltweit ist das natürlich für die gleichen Anwendungen noch viel größer. Insgesamt mehr als 1 Milliarde Euro. Alleine in Indien haben wir ein Marktpotenzial abgeschätzt, was ungefähr 140 Millionen Euro beträgt. Auf den Markt gehen können wir hier schon relativ früh. Wir werden 2019 mit der Serienproduktion anfangen und ungefähr im Jahre 2021/22 Stückzahlen von 5000 Stück erreicht haben, wo wir dann ein Einzelmodul für ca. 500 Euro anbieten können. Die Finanzierung durch Companisto wird uns sicherstellen, dass wir unsere Prototypen am Pilotenkunden testen können. Wir sind in einem Projekt mit einem großen Telekommunikationsanbieter, der gerne unsere Turbinen hier in Deutschland testen möchte. Und da können wir mit unseren Turbinen eine gute Alternative gegenüber des Dieselgenerators bringen. Zum anderen denke ich, dass wir die Finanzierung für die wichtige Internationalisierung unserer vorhandenen IP verwenden können. Und natürlich müssen wir personell wachsen. Wir brauchen dringend kaufmännische Unterstützung und 1, 2 studentische Mitarbeiter auch fürs kommende Jahr. Wir haben großes Feedback von allen Seiten. Jeder fragt sich, das kann ich mir doch in den Garten stellen. Bei mir ist viel Wind, ich will die Anlage am liebsten heute anstatt morgen. Unsere Vision ist es, dass sich jeder Mensch mit seiner eigenen produzierten regenerativen Energie versorgen kann. Und diese individuelle Energieerzeugung können wir durch Windkraft anbieten. Windkraft ist nicht nur nachhaltig, sondern auch ein boomender Wirtschaftsfaktor. Investieren Sie in das Team Movea und in eine neue Technologie der Windkraftanlagen für jedermann.